Locked and loaded, liebe Freunde, und schönen guten Morgen hier aus Life in the Woods. Die Sonne geht gerade auf. Noch ziemlich verschlafen hier alles. Aber wir haben Essen und das ist das Wichtige. Knoblauch weg. Gertrude läuft hier auch fröhlich, munter rum. Das ist sehr schön. Wir könnten eigentlich die Sachen hier alle mitnehmen und losziehen oder weiterziehen, denn wir brauchen hier eigentlich nicht mehr. Erstmal, obwohl... Ne, wir suchen uns eine Schlucht. Das machen wir. Nein, warte mal. Den muss ich mit... Kann ich den Ofen mit Stein abbauen? Ja, klappt gut. Dann das Bettchen natürlich und die Crafting Box. Dann machen wir mit der Axt. Hab ich die jetzt dabei? Habe ich, jawohl. Ah, das ist Gertrude, die frisst. Okay. Wollen wir mal weitergehen, ne? Kommt Gertrude denn mit? Ne, Gertrude ist das scheißegal. Dass ich abhaue, oder? Ja gut, Gertrude ist dann halt weg. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal, auch wenn ich sie geliebt habe. Wir haben so schöne Zeit miteinander verbracht. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir mal weiter hier. Ein Maulwurf. Eine Unterwasserratte. Da ist es eine Wasserratte da hinten. Kann man schön sehen. Das ist definitiv eine Wasserratte. Und das auch. Also ganz viele Wasserratten hier. Das ist schön. Da ist eine Höhle, glaube ich. Da ist eine Höhle. Leute, eine Höhle in Life in the Woods. Ist das was Gutes? Das kann doch nichts gut. Wow. Von wegen Höhle. Da gehe ich jetzt aber mal nicht rein. Oh, das Skelett hat mich schon gesehen. Okay, das sollten wir lassen. Das sollten wir definitiv lassen. Aber da war ein Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ich von hier oben rankomme. Komm, egal. Wir finden noch eine andere Schlucht. Wir finden noch das eine oder andere hier. Auf dem Weg. Irgendwo hin. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen rumstreichen, um mir so ein paar Sachen zusammensammeln. Habe ich ja gesagt. Damit wir dann... uns halt so ein paar Sachen craften können, logischerweise. Vielleicht einen Rucksack, denn der braucht halt viel Leder. Und wenn ihr jetzt einen Hubschrauber im Hintergrund hört, es tut mir leid. Der fliegt ja gerade direkt am Fenster vorbei quasi. Direkt übers Haus. Kühe nehme ich immer wieder gerne mit. Boah. Okay, den Bär lassen wir in Ruhe. Ach, hört auf, hier rum zu moon, Mensch. So. Ich weiß, Kühe könnte man auch melken, aber dazu brauchen wir erstmal Eisen und einen Eimer. Und ja. Mein Schwert ist weg. Das ist uncool. Aber ich habe gar kein Steinschwert gemacht, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr klug von mir. Dann machen wir das doch einfach mal. So, Steinschwert, Sticks und du kommst natürlich auch wieder mit. Aber wir haben keinen Platz dafür. Komm, Champion, können wir rausschmeißen. So. Weg damit. Noch mehr Kühe? Ich höre zumindest welche, aber dachte ich, jetzt nicht mehr. Schafe ohne Ende, ja, okay. Ja, Kohle reicht erstmal. Ja. Doch. Ah! Okay, war doch höher, als ich dachte. Mal da hinten. Ach, ich kann ja nicht ranzoomen und so weiter. Ja. Ist ja Minecraft. Ist ja Life in the Woods. Ich habe kein Optifine hier drin. Das ist schade. Egal. Ich bin das so gewohnt, mit Optifine mittlerweile zu spielen. Aber okay. Was war das? Ach so. Ah, das ist Buchsbaum hier. Ja, okay. Dann ist ja gut. So, ich hoffe, wir finden jetzt gleich mal eine Höhle. Oh, schwer, eine Ratte. Lass mich bloß in Ruhe. Eine Schlange. Ja, du kannst mich mal. Gehen wir mal weiter einfach. Huh. Hallo, Dears. Noch mehr Dears. Was ist denn hier los? Also nicht Dears, sondern Deer. Weil Deer, ne? So wie Bier, nur... So wie Bier auf Englisch, nur halt mit D.
Finden wir hier irgendwas? Nee, ne? Ah, Luft. Sollten gleich wieder was essen. So. Und ein großer Baum. Ein sehr großer Baum. Wunderschön. Ja, jetzt seht ihr auch, warum ich so viel Fleisch brauche. Weil es... Ja, ist halt nicht wie im normalen Minecraft, dass es so viel auffüllt. Dafür gibt es ja dieses Special-Essen wie Spaghetti Bolognese und so. Und vor diesen Dingern, die da hinten sind, muss man aufpassen. Habe ich gelernt, da. Habt ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht gesehen, aber... Ist okay. Man muss ja allgemein aufpassen, wo man hintritt, habe ich so das Gefühl. Das ist einiges, was Schaden macht oder einen auch instant tötet. Hat man auch schon. Da wird man einfach mal in die Luft geschmissen und dann, ja... Ja, nicht weiter, ne? Ah! Manu! So, da haben wir doch schon mal ein bisschen Übersicht hier. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder im Kreis gelaufen. Das würde ich ja kennen von mir. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal... Ich will zu dem Berg da, aber ich habe das Gefühl, da kommen wir her. Aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Komm, wir gehen jetzt erstmal darauf. Vielleicht klappt das ja irgendwie über die Bäume hier so, dass wir da hochkommen. Ja, klappt doch ganz gut. Guck da mal an hier. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Hier ist ein schöner Fluss. Wunderbar. Ist doch sehr toll hier. Bis jetzt. Sieht mir... Ja. Doch, ich müsste hier schon gewesen sein. Warte mal. Nee, warte. Das ist nicht der Anfang. Das ist nicht der Anfang, oder? Nein, das sah anders aus. Hm. Okay. Ja, gut. Wir könnten uns jetzt aber natürlich hier einfach mal so eine kleine Basis aufbauen. Da bei dem Baum. Oh, ein Panda! Ein Panda! Wie süß ein Panda! Oh, die ist ein Panda! Hallo! Na du? Willst du mein Freund sein? Oh, ich kann es nur selber essen. Das tut mir leid. Oh oh. Ah, setz dich hin, okay. Nein! Na! Okay, wir bauen uns jetzt hier erstmal einen kleinen Unterstupf. Das klappt natürlich gut mit den Steinen, die ich habe. Aber wir können ja erstmal den Baum noch fällen hier. So, machen wir das halt mal auf die Schnelle. Auf die schnelle Fischfrikadelle. So. Weg damit. Oh, Alter, das war gut Holz, ne? Ja, hatte gut Holz. Weizenkörner, das können wir rausschmeißen. So. Ach, Bäume sind ja genug, mein Gott. Muss man nicht so anstellen hier, ne? Wir wollen uns ja echt mal nicht anstellen. Huch. Nee. Jawohl. Lass mich da, bitte. Danke. So. Weiter geht's. Guck mal, ein Staudamm. Wie cool ist denn das hier? Ich habe trotzdem das Gefühl, hier war ich auch schon, oder? Doch, ich meine, hier war ich schon. Da bin ich einfach rübergerannt, ne? Aber ich habe die Pandas nicht gesehen. Ach, keine Ahnung. Ist jetzt auch eigentlich egal. Entschuldigung. Wir sind jetzt hier. Und das ist das, was wichtig ist. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Fertig. Wir bleiben jetzt hier. So. Wir müssen jetzt nur irgendwie da... Mann! Komm. Ich will doch nur... Oh nein. Da sind Bienen. Das ist uncool. Ein Bienennest. Das will ich eigentlich eher weniger haben. Und ihr könnt natürlich auch... Kann sein, dass der eine oder andere schon geschrieben hat. Ja, der... hier, ne? Der Teddygun, ne? Der überspringt ja immer die Nacht, so feige wie der ist. Ja, mache ich. Am Anfang. Ich werde aber später auch auf jeden Fall in die Nacht, beziehungsweise durch die Nacht wandern.
Weil man braucht halt Sachen, die es halt nur nachts gibt. Ne, wie irgendwann mal Enderaugen oder Enderperlen. Ne, ihr wisst ja. Dies und das halt. Oh, das ist schön. Das ist schön hier. Das nehmen wir doch gerne mit. Es wird schon wieder dunkel. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade angesprochen, dass es halt ein wenig dunkler schon wieder wird. So, Eichenholz. Auch wenn es nicht unbedingt aussieht wie eine Eiche. Auch wenn ich nicht verstehe, warum die Blätter so komisch aussehen. Aber ich glaube, das ist in Life in the Woods allgemein immer so, ne? Huch. Ah, da. Kann's sagen. Obwohl, ich könnte den Shader natürlich auch mal wieder ändern. Momentan läuft es mit den FPS flüssig hier. Nee. Ach, das war ein Fuchs. Das sah gerade ganz merkwürdig aus. Yo. Du hast gut Holz, muss ich schon sagen. Du hast gut Holz vor der Hütte hier, da. Nein! Und ja, ich sehe es. Es ist Nacht geworden. Mittlerweile, tatsächlich schon. Wenn ich mich jetzt besser verteidigen könnte, wäre schon gut. An den kommen wir noch nicht ran, ne? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. Alter, wie hoch denn noch? Ich bitte dich. Huch. Da ist auch noch einer, ey. Da geht's noch weiter, was? Ey, cool, seeds. Setzlinge. Okay, Saplings, genau. So heißt es auf Englisch. Ja, Englisch. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rüber zu unserem Panda. Und das ist keine gute Idee. Deswegen schnell das Bett aufstellen und die Nacht wieder überspringen. Oh, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Gut. Huh. Es klappt wirklich. Das ist wunderschön. So, jetzt könnt ihr mal sterben da. Ihr Zombies, ich mag euch eh nicht und so. Das Problem ist halt, die haben mich schon längst gesehen. Das ist so ein Fies. Ich könnte... Ach, die treiben eh weg. Die haben ja keine Chance, zu mir zu kommen. Das ist lustig. Ja. Warte mal, ich kann darüber gehen. Autsch. Hallo. Du da unten. Das ist sehr cool. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal ein bisschen. Habe ich auch gesagt. Ich baue jetzt hier ein kleines Häuschen. Und dann bleiben wir hier. So, Saplings. Sehr schön. So. Ofen brauchen wir. Werkbank brauchen wir. Das sind die wichtigsten Utensilien natürlich erstmal. Ofen, hauen wir das Fleisch rein. Klar, was auch sonst. Mehr brauchen wir gerade nicht. Dann können wir... Warum mache ich das eigentlich? Hä? Ja. So, Eichenholz reicht definitiv für ein kleines Häuschen. Machen wir... Ach, bauen wir einfach hier rum. Soll ja nichts Großes werden. Soll einfach nur mal für den Anfang reichen. So. Ja, eine Tür können wir uns natürlich auch gleich noch machen. Ach komm, egal. So. Ja, genau. Ich glaube, das reicht eigentlich von der Höhe her, oder? So. So. Und so. Ja, wir können natürlich auch noch Glas machen. Sand wird es ja hier irgendwo geben, denke ich mal. Autsch. Klingt immer dramatischer, als es wirklich ist, dann.
Aber jetzt erstmal die Tür. Hier können wir nicht aus dem Holz machen, oder? Doch, klar. Woll, schöne Holztür. Man kriegt ja nur eine raus. Ist ja noch 1.7 oder so. Genau, der war was. So. Ah, ein Dach hätten wir vielleicht noch machen sollen, ne? Dann machen wir halt einfach mal ein bisschen zu. So. So ein bisschen Dachfenster hier. Erst einmal. Und so, natürlich. So, das Bett stellen wir auch schon mal auf hier. Zack. Und hier muss das Fleisch raus. Das habe ich übrigens extra so in die Wand mit eingearbeitet, damit ich hier auch von der anderen Seite rein kann und ran kann. Wir holen uns jetzt mal ein bisschen Sand und essen natürlich erstmal wieder was, um die Gesundheit aufzubringen. Da hinten ist Sand, glaube ich. Da ist Sand auch schon. Und dann machen wir noch die Fenster rein und dann war es das auch schon wieder. Wenn das jetzt Sand ist, natürlich, weil es ist Sand. Hier ist so viel Sand gerade. Das ist sehr schön. Schwupp. Sehr gut, das könnte schon fast reichen für das Hoster. Du bist nicht Gertrude, geh weg. Ich hoffe, die greift mich jetzt nicht an. Ja, aber ich greife sie natürlich an. Na komm doch. So. Es tut mir leid, Ziege. Ich wollte dich gar nicht angreifen. Ich wollte nur das Sand haben. Den Sand haben. So. Ach, da ist er schon. Das ist eigentlich echt voll schön hier. Wenn man nicht überall wegtreiben würde. Muss ich noch eine Brücke bauen irgendwie. Das können wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. So eine kleine Brücke hier rüber. Und dann gehen wir auch mal ein bisschen unterirdisch farmen. Erstmal muss das jetzt hier alles rein. So, raus, rein. Wir brauchen wieder Kohle demnächst. Das ist schon mal nicht so gut. Aber hier ist ja Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also wir haben hier jetzt eigentlich ein gutes Örtchen gefunden, wo wir erstmal ein bisschen bleiben können und uns Dias farmen oder Eisen erstmal. Weil Dias, es dauert wahrscheinlich noch Ewigkeit, bis wir da hinkommen. So, und wir brauchen es auch eigentlich nicht so dringend. Es reicht, wenn wir Eisen haben erstmal. Für die Mobs reicht das alle Male. So, das sollte auch erstmal in Kohle reichen wieder. So, haben wir denn jetzt schon... Jawohl. Ich weiß nicht, wie viel brauchte man denn für, ich glaube 6, ne, für die Scheiben. Das würde schon fast reichen dann wieder, ne. Jawohl. Genau das wollte ich. So, kriegen wir schnell hier hin. So, zack, zack. Und so viel brauchte ich gar nicht. Ja, das sieht doof aus. Das lassen wir. Eine kleine Truhe könnten wir eigentlich auch noch machen. So. Oh Gott. So. Achso, können wir ja. Ja, passt. So, stellen wir die da hin. Nein. Ja. Einer noch, komm, dann haben wir es fertig. Für heute. So. Wunderbar. Das geht doch schon mal vollkommen klar. Das ist hier voll das endkrasse, geile Mega-Haus. Also, was Schöneres habe ich nie gesehen in Minecraft. Das ist doch Magic hier. Dieses Haus ist unbelievable. Das ist everything is awesome und so beim Meister-Bilder und alles. Egal, bevor ich weiter scheiße laber, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Life in the Woods wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Doch gerne mal hier. Den behalte ich dann und hänge ihn mir an die Wand. Wenn ihr bei mir bleiben wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen und sehr stolz machen. Und dann sehen wir uns wirklich in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann, euer Teddygun. Und danke fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag und ciao. Ciao? Echt jetzt?